Hey Kameramagier, es wurde ja auch mal Zeit, dass mein Transition Generator ein Update auf DaVinci Resolve 17 bekommt. Und in diesem Zuge habe ich ihn mal ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen strukturiert und vor allen Dingen ihm auch die Möglichkeit gegeben, dein eigenes Logo als Transition zu nutzen. Okay, kommen wir zur Installation. Das runtergeladene ZIP-File, das tust du natürlich entpacken mit deinem Lieblings-Entpack-Programm. Okay, darin findest du natürlich wie immer auch die ganzen alten Versionen, falls du mal sehen willst, wie sich das entwickelt hat. Und ein paar Presets, die du dir genauso wie das Blank-File in einen Ordner speichern musst. Und den findest du, wenn du in DaVinci Resolve in Fusion gehst und dann hier oben die Effekt-Library aufmachst, unter Edit Templates gehst, dann auf Transitions und dann hier die drei Punkte anklickst und auf Show Folder gehst. Und wenn du hier noch gar nichts drinstehen hast, Mensch, dann ist es doch perfekt. Dann kannst du dir auch gleich mal die kostenlosen Transitions von meiner Webseite runterziehen. Dahin kopierst du dir einfach dieses File. Und wenn du DaVinci Resolve nochmal neu aufmachst, dann findest du den Transition Generator in deiner Effect Library unter Video Transitions, Fusion Transitions und dann findest du den hier. Der wird dir am Anfang nur als Noise Transition angezeigt, aber das wirklich Schöne ist, wenn du die Transition anklickst und damit in Fusion gehst, hast du dann wieder den gesamten Transition Generator und kannst sie formen, wie du willst. Okay, hier in Fusion können wir das ganze Ding mit einem Doppelklick aufmachen und einmal rauszoomen, um uns die ganze Pracht anzusehen. Und für die, die jetzt denken, oh mein Gott, so viele Notes! Keine Sorge, das Ding ist ein Baukasten und ich habe es versucht, so einfach wie möglich vorzubereiten, so dass du einfach nur Dinge miteinander verbinden musst. Und dafür sind die Kästen darin da. In Orange finden wir den Master Dissolve. Dieser Master Dissolve bestimmt quasi mittels Expression die meisten Vorangehensweise in diesem Transition Generator. Viel wichtiger in Grün sind hier allerdings die Texturen. Und diese Texturen kannst du quasi dir einfach anzeigen lassen und sie werden dann quasi die Maske für deine Transition. Dann haben wir hier neben den Texturen haben wir die Effekte. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel mal den Vortex draufziehe, links ist die Originaltextur, rechts davon findest du die Textur mit dem Effekt drauf. Ja, und wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Power verringern, dann siehst du, haben wir einen anderen Effekt. Und dadurch ergibt sich quasi eine andere Matte, eine andere Möglichkeit, die Transition zu formen. Zum Beispiel könnte ich diese Fast Noise in die Rays ziehen und die Rays mir anzeigen lassen. Und dann siehst du, es würde halt einen leicht anderen Look geben. Und ich könnte die Rays zum Beispiel auch noch vergrößern oder den Decay runternehmen und dadurch eine andere Formung bekommen. Und so baut man sich quasi per Baukasten seine eigene Transition. Und in dem neuen Transition Generator 5 haben wir jetzt sogar die Möglichkeit, eigene Logos hiermit einzubinden. Du kannst zum Beispiel hier in dem Loader, hier unten, kannst du nach etwas suchen, was dir gefällt. Ich suche mir jetzt mal hier zum Beispiel das YouTube-Logo raus und könnte das quasi als Transition nehmen. So, das ist die Mat und diese Mat haue ich jetzt hier wieder in den Punkt rein und lass mir das Ganze anzeigen. Bam, und da siehst du, wir haben eine andere Art der Transition und zwar würde die dann so aussehen. Neben der Möglichkeit, das Ding mit Erode Dilate quasi zu verdicken, haben wir auch die Möglichkeit, das Ganze mittels Transform zu verschieben. Und dadurch haben wir quasi eine aufploppende Logo-Animation, die als Maske genutzt wird für das zweite Bild. Und wenn dir jetzt zum Beispiel die Transition gefällt, die du gemacht hast, ne, dann kannst du ganz einfach wieder zurück in die Edit-Page gehen und das Ganze als Preset speichern, indem du mit Rechtsklick auf die Transition gehst und dann Create Transition Preset drückst. Dann findest du das hier oben in deinen User Transitions als Transition Preset. Und somit kannst du mit dem Transition Generator eine unendliche Anzahl an Transitions erstellen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao!